Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 mit Borussia Dortmund. Der 15. Spieltag schon, und zwar müssen wir gegen 1899 Hoffenheim. Da würde ich gleich sagen, gehen wir gleich weiter. Und zwar, wir spielen in Hoffenheim, also es wird auf jeden Fall keine leichte Begegnung werden. Das heißt, wir spielen gelb, Hoffenheim in blau. Tornius haben wir einige, zum einen Bayern gegen Hamburg, das ist natürlich das Spitzenspiel. Bayern haben wir am letzten Spieltag mit 2:1 besiegen können, war ein sehr, sehr wichtiger Sieg. So, kurzen Blick auf die Aufstellung, ich habe ein bisschen umbauen müssen, weil die Spiele waren sehr anstrengend in letzter Zeit, deswegen darf heute Aubameyang mal von Anfang an ran. Und ja, ich würde sagen, jetzt haben wir genug gelabert, schicken wir die Teams mal aufwärmen und los geht's. Es kann losgehen, der 15. Spieltag steht an, 1899 Hoffenheim empfängt zu Hause Borussia Dortmund. Ja, die Hinrunde neigt sich so langsam dem Ende und Dortmund hat nochmal die gute Chance, vielleicht doch noch Herbstmeister zu werden. Denn Schalke hat gepatzt und mit einem Sieg heute könnte Dortmund bis auf einen Punkt an die Schalke ranziehen. Das wird nochmal richtig Spannung um die Herbstmeisterschaft verheißen, weil Dortmund hat ja am letzten Spieltag gegen die Bayern beeindruckenderweise gewonnen. Aber das werden wir jetzt dann gleich noch sehen, wenn die Tabelle eingeflogen kommt. Natürlich Hoffenheim, kein Gegner, der was man unterschätzen darf. Hoffenheim ist auf jeden Fall immer sehr gut dabei. Aber Dortmund will natürlich heute wieder die 3 Punkte holen. Hier sehen wir jetzt die beiden Kapitäne bei der Platzwahl. Roman Weidenfeller, Begegnung wird geleitet von Ansgar von Hauenstetten. So, und jetzt sehen wir kurz die Tabelle, wenn sie eingeflogen kommt. Jawohl, da sehen wir sie schon. Wir sehen, Schalke hat einen Spieltag mehr, aber die haben nur 4 Punkte im Vorsprung. Also wenn wir heute gewinnen, dann sind wir bis auf einen einzigen Punkt dran. Das wird natürlich nochmal richtig spannend werden zum Ende der Hinrunde. So, hier sehen wir eben die Aufstellung von Hoffenheim. Da müssen wir aufpassen. Tim Wiese überraschenderweise im Tor. Und hier ist dann die Aufstellung von Borussia Dortmund. Ist natürlich ein bisschen geschwächt, weil Robert Lewandowski sitzt nur auf der Bank, genauso wie Marco Reus. Für die beiden dürfen heute Traoré und Aubameyang ran. Die beiden sind eben leider nicht fit geworden. Aber es ist auf jeden Fall eine machbare Aufgabe gegen die Hoffenheimer. So, damit geht's los. Hoffenheimer Anschluss. Damit ist der 15. Spieltag für Borussia Dortmund eröffnet. Und natürlich heute zählen nur die 3 Punkte. Aber Hoffenheim wird sie natürlich so schwer wie nur möglich machen, um hier doch noch vielleicht Punkte mitzunehmen. Jetzt Hoffenheim mit dem ersten Angriff über Salihovic. Auf der linken Seite, Pass geht nicht durch, gut abgefangen von Sokratis und gibt 1-0 für Borussia Dortmund. Natürlich Dortmund am letzten Spiel gegen Neapel konnten sie sich ja durchsetzen, haben den Gruppensieg in der Champions League Gruppenphase erreicht, war natürlich sehr, sehr wichtig und heute gegen Hoffenheim soll natürlich der nächste Sieger. Jetzt Traoré, vorne startet Aubameyang, den sieht er auch, jetzt Aubameyang vorbei. Jetzt muss er aber schauen, wie er den Ball noch gut verarbeitet. Da kriegt er ihn wieder zugespielt, aber dann kann ihn Hoffenheim erst schon wieder hinten raus befreien über Volland. Jetzt Volland. Dortmund muss jetzt früh angreifen. Schafft es auch wieder, den Ball zurückzuholen über Nuri Sahin, aber der vertändelt ihn wieder. Jetzt kommt Hoffenheim über Polanski. Polanski zu Westergaard und jetzt zu Abraham. Jetzt Salihovic, natürlich Dortmund in den letzten Spielen sehr gut drauf gewesen. Natürlich der Sieg gegen die Bayern, der hat nochmal so richtig Aufwind gebracht und der Sieg gegen Neapel war dann natürlich auch noch sehr wichtig, also Dortmund ist momentan verdammt gut drauf und heute könnten sie natürlich einen guten Schritt in Richtung Tabellenführer machen. Jetzt haben Nuri Sahin, verliert aber den Ball gegen Salihovic. Jetzt Elugi zu Johnson. Johnson, die Grätsche kommt von Sokratis, aber gibt nur 1-0 für Borussia Dortmund. Bis jetzt die ersten 10 Minuten noch keine große Torchance in dem Spiel gewesen. Aber beide Teams geben natürlich ihr Bestes. Jetzt Roberto Firmino wird hier bedrängt und Großkreuz mit viel Körpereinsatz schafft es, den Ball zu holen. Jetzt Traoré, ein hoher Ball auf Aubameyang. Natürlich, Aubameyang ist ein schneller Spieler und dann kriegt er auch. Schön, wie er sich da durchsetzt, aber dann verspringt ihn der Ball, aber kriegt den Einwurf. Er kriegt den Einwurf noch und die Dortmunder wollen schnell ausführen. Schnell Ball ist über Aubameyang. Jetzt braucht die Anspielstation, findet da Großkreuz, er zu Piszczek. In der Mitte ist Nuri Sahin, der legt zurück zu Mkhitaryan und der mal rüber zu Gündogan. Jetzt Gündogan, setzt der gut durch. Nähert sich jetzt zum ersten Mal die Strafraum, jetzt Gündogan. Vielleicht mit der Chance, mit der guten Flanke. Gündogan, Flanke wird abgeblockt, aber Traoré setzt nochmal nach. Jetzt Traoré vielleicht mit der Chance zur Flanke, nee, zurück zu Hummels. Hummels mit dem Fehlpass. Und jetzt vielleicht die Konterchance für Hoffenheim, aber nee, Schmelze ist guter Zwischengang, jetzt vielleicht mit der Chance, aber der Ball zu Aubameyang geht leider nicht durch. Gut aufgepasst von der Hoffenheimer Abwehr. Und die können jetzt vielleicht ihren ersten gefährlichen Angriff aufbauen. Über Firmino, der zu Johnson. Johnson, gut dazwischen von Großkreuz. Kämpft hier um den Ball, schafft es aber nicht, ihn zu erobern. Jetzt Polanski. Der zu Abraham. Der zu Elugi. Dortmund macht das Spiel momentan sehr, sehr dicht.
Wenig Platz für Hoffenheim und Nuri Sahin holt den Ball. Gut gemacht. Und jetzt runter zu Gündogan. Ganz unten startet Schmelzer. Und der hat sehr viel Platz. Jetzt ist Marcel Schmelzer, aber dann verliert er den Ball gegen Polanski. Gibt aber Einwurf für die Gäste. Jetzt Schmelzer beim Einwurf. Der zu Gündogan. Gündogan, aber Hoffenheim stellt sich ihm da auch gut hinten rein. Also beide Teams verteidigen momentan sehr gut. Aber jetzt fällt mal Schmelzer mit ein bisschen viel Platz. Schmelzer wollte da durch, hat es leider nicht geschafft. Jetzt fällt mit Hoffenheim mit dem Stellengegenangriff über Salihovic, der zu Ilucin. Der wieder zu Johnson. Jetzt zurück zu Salihovic. Jetzt zu Polanski. Aber Hoffenheim kommt nicht viel voran im Dortmunder Strafraum. Also sie spielen immer um die Mittellinie rum, weil Dortmund eben so gut momentan hinten drin steht. Aber jetzt fallen mir die Chance. Robert Firmino. Jetzt außen ist Beck frei. Gut dabei. Jetzt kannst du richtig fällen. Nee, Weidenfeller ist da. Zum Beispiel mal im Einsatz. Macht er ganz, ganz sicher. Und bringt den Ball wieder zurück ins Spiel zu Schmelze. Jetzt Marcel Schmelze. Vorne wartet Traoré auf den Ball. Der kriegt jetzt auch. Traoré. Verliert ihn aber sofort gegen Westergaard. Aber setzt sich da wieder gut ein. Jetzt fällt die Chance. Traoré schnell, aber dann den Ball kommt er leider nicht hin. Schade, wenn er da hingekommen wäre, dann wäre es natürlich eine Riesenchance gewesen. Aber so hat Hoffenheim den Ball. Halbe Stunde ist hier schon gespielt. Es steht immer noch 0:0. Leicht schläfriges Spiel. Beide Teams gehen nicht sehr offensiv ran. Beide verteidigen eher mehr. Aber jetzt fällt mir Hoffenheim mit dem Chance über Roberto Firmino zu Rudi. Rudi, der versucht Traoré dazwischen zu gehen. Aber Hoffenheim weiter im Ballbesitz. Jetzt kann es vielleicht richtig gefährlich. Jetzt Roberto Firmino. Gefährliche Flanke kommt an. Jetzt zurück zu Johnson. Wieder Dortmund dazwischen. Aber wieder holt sich Volland den Ball. Jetzt Volland. Bleibt mit der Chance zur Flanke. Kommt gut rein. Viel zu viel Platz. Aber Hummels versucht ja dazwischen zu schmeißen. Jetzt schafft es Dortmund nicht, sich den Ball zu erobern. Aber mit dem Fehlpass aus dem eigenen Strafraum. Jetzt nur die Scheibe. Das war doch kein Foul. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation jetzt. 35. Minute und der geht hauchdünn vorbei. Volland mit dem Freistoß. Geht gut. Kommt gut aufs Tor. Aber geht Gott sei Dank vorbei. Große Chance für 1899 Hoffenheim. Die größte im Spiel nach 35 Minuten. Aber kein Tor. Jetzt Großkreuz. Jetzt zu Mkhitaryan. Der verrundet zu Gündogan. Jetzt zu Schmelzer. Jetzt fangen wir die Chance über Schmelzer wieder mal. Marcel Schmelzer. Jetzt sieht der Gündogan starten. Jetzt ein hoher Ball zu Traoré. Traoré geht jetzt in die Mitte. Jetzt kann sich weggewählen. Traoré in der Mitte. Traoré mit dem Schuss. Der geht vorbei. Schade. Gute Chance für Borussia Dortmund. Die beste eigentlich für Borussia Dortmund bis jetzt im Spiel von Traoré. Aber der geht leider weit am langen Pfosten vorbei. Bleibt hier immer beim 0:0. Jetzt Schmelzer. Jetzt zu Traoré. Traoré versucht es wieder alleine, aber der hat hier schwere Gegenspieler. Mit Beck hat er einen sehr schweren Gegenspieler auf der rechten Verteidigerposition. Hier haben wir gerade Mkhitaryan im Bild gesehen mit 10 Saisontoren und ist in der Saison sehr erfolgreich. Und wieder Traoré. Traoré wieder gegen Beck. Traoré versucht es im Laufduell. Traoré jetzt fällt mit der Chance, mit dem Schuss, aber Beck schmeißt sich da sehr gut dazwischen. Und Hoffenheim kann sich den Ballspiel wieder sichern. Über Rudi. Rudi. Jetzt spielen sie ja ein bisschen riskant in der eigenen Abwehr herum, aber können sie irgendwie ganz sicher befreien. Jetzt der Ball zu Volland. Jetzt zu Salihovic. Oh, und der wieder zu Volland. Der ist viel Platz, aber da macht die Dortmund-Abwehr sofort wieder zu. Gut reagiert. Und wieder Ballbesitz für Dortmund über Traoré. Der zu Gündogan. Gündogan setzt sich da gut durch. Und jetzt zu Mkhitaryan. Mkhitaryan mit dem Ball zu Aubameyang und das gibt es jetzt die Riesenchance. Jetzt Aubameyang mit der Riesenchance. Glanzparade, aber das gibt die Nachschusschance. Und da ist das Tor für Borussia Dortmund. Kevin Großkreuz, 45. Minute, da machen sie es doch noch rein. Aubameyang mit dem Schuss, aber den kann Tim Wiese nicht entscheiden, parieren. Und Großkreuz steht komplett frei und kann den wunderschön abstauben. 1:0 für Borussia Dortmund. Hier sehen wir es nochmal, Aubameyang mit dem Schuss, Tim Wiese mit der Glanzparade. Aber da steht Großkreuz komplett frei und das Tor war leer. Und damit steht es 1:0 für Borussia Dortmund. Hoffenheim liegt hier zurück. Und das ist natürlich richtig, richtig schade. Jetzt kurz vor der Halbzeitpause fällt dann doch noch der Treffer. Und jetzt natürlich Dortmund, das haben sie gut gemacht. Aber das waren viele Chancen, hatten die Dortmund bis jetzt nicht. Aber jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt kommt Hoffenheim über Beck. Beck, aber Roman Weidenfeller greift zu. Gut gemacht von Roman Weidenfeller. Und mit dem guten Abwurf zu Aubameyang. Der setzt sich sogar nochmal durch. Jetzt gibt es vielleicht nochmal die Chance über Aubameyang. Der ist schnell. Der ist richtig schnell. Aber da wird er verfolgt von zwei Hoffenheimer. Jetzt wäre die Chance über Aubameyang mit die Flanke. Komm nochmal, da ist wieder Großkreuz. Aber erstmal erklären, aber Dortmund setzt noch über Sahin zu Traoré. Aber Schiedsrichter pfeift ab. So, Halbzeit ist hier in Hoffenheim. Dortmund führt
seit der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit 1:0 gegen Hoffenheim. Kevin Großkreuz hat es dann doch noch geschafft. Die Teams gehen nicht torlos in die Halbzeitpause. Dortmund führt mit 1:0. Hier sehen wir noch mal ein paar Chancen. Die erste Chance war so ein kleines Schüsschen. Dann kam Traoré mit der größten Chance neben dem Tor für Borussia Dortmund. Und dann das Tor noch natürlich noch. Aubameyang mit dem Schuss, Großkreuz mit dem Abstauber. Das war's mit der ersten Halbzeit. Also viel war nicht los, aber die Dortmunder führen und auch Bayern führt. Bayern führt gegen Hamburg. Das ist natürlich sehr interessant, weil die Bayern hängen uns ja immer nur hinten dran. Gut, Fitness passt eigentlich nur bei jedem relativ gut. Gut, ich würde sagen, weiter geht's. So, zweite Halbzeit geht los. Dortmund Anschluss natürlich. Die haben momentan alles richtig gemacht. Sie sind hinten, steht's noch zu 0. Und vorne haben sie ein Tor gemacht, obwohl es kein atemberaubendes Spiel war. Aber Dortmund führt hier. Und es wäre natürlich ein wichtiger Schritt. Es wäre ein wichtiger Schritt gegen die Schalke, weil Schalke ist ja momentan auf dem ersten Tabellenplatz, aber mit dem Sieg heute, also wenn das heute so bleiben würde, dann wären sie bis auf einen Punkt an der Tabellenführung dran. So, jetzt nur die Schein, raus zu Großkreuz, kommt er noch hin, Großkreuz, kommt da leider nicht mehr hin, schade. Gibt ein nur für Hoffenheim. Großkreuz kämpft sofort wieder. Großkreuz ist ja heute auf der rechten Mittelfeldseite unterwegs, weil eben Blaschikowski nicht fit geworden ist, ins Johnson. Guter Ball, gut gestört von Mkhitaryan, gibt trotzdem 1-0 für Hoffenheim. Jetzt schnell ausgeführt, aber Mkhitaryan drängt, aber wieder Einwurf. Jetzt Johnson, diesmal in die andere Richtung zu Salihovic. Zwei Dortmunder greifen sofort an, aber schaffen es momentan noch nicht, in Ballbesitz zu kommen. Jetzt der Ball zu Elunji. Fischer greift ihn da früh an, wieder 1-0 für Hoffenheim. Dauert wieder ein bisschen länger, jetzt schaffen sie es jetzt zu Illusion. Großkreuz versucht jetzt an den Ball zu erobern. Hoffenheim spielt momentan ein wichtiges Spiel. Gutes Passspiel, aber jetzt vielleicht Dortmund nicht mal mit der Chance über Großkreuz. Jawohl, das hat er gut gemacht. Großkreuz, aber der verliert ihn leider wieder. Schade. Aber jetzt Großkreuz setzt nochmal nach. Und dann der Ball zu Aubameyang kommt nicht an. Leider. Das wäre eine gute Chance gewesen. Aber jetzt haben wir die Chance. Jetzt ist auf der linken Seite endlich mal ein bisschen Platz für Hoffenheim über Johnson. Großkreuz und Piszczek haben da ein bisschen gepennt. Jetzt zu Roberto Firmino. Die Flanke kommt, aber schon längst abgepfiffen. Hier sehen wir zwei im Abseits. Da hat die aber ein bisschen gepennt. Also Piszczek und Großkreuz sind weit weg. Und die Flanke war auch gar nicht so ungefährlich. Also es wäre eine gute Chance gewesen, wenn er nicht abgepfiffen hätte. Nach einer Stunde für Hoffenheim. Aber es bleibt hier weiterhin beim 1:0 für den BVB. Jetzt nur die Schein. Oben startet Traoré. Schöner Ball zu Traoré. Abseits. Schade. Ja, war im Abseits. Da war er natürlich sehr frei, aber auch leider weit, weit im Abseits gestanden. Sofort wieder unterbunden. Freistoß für Hoffenheim. Jetzt wieder weit in die Dortmunder Hälfte. Kommt sogar an, aber Piszczek schmeißt sie da wieder dazwischen. Gut gemacht. Jetzt Großkreuz. Jetzt zu Mkhitaryan. Und geht Großkreuz. Jetzt fährt die nächste Chance für den BVB über Kevin Großkreuz. Großkreuz mit der Flanke wird abgefälscht. Müsste Eckball geben, oder? Großkreuz protestiert. Müssen wir schauen. Normal müsste es Eckball geben. So, Weiß kommt von Polanski. Nein, es gibt nur Abstoß. Okay, da hat Großkreuz anscheinend den Ball irgendwie vertändelt oder Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Also in meinen Augen war das ein ganz klarer Eckball. So, hier das Kopfballduell gibt 1-0 für Hoffenheim wieder. Hoffenheim kommt auch nicht so richtig in Fahrt, aber die ganze Begegnung kommt die ganze Zeit irgendwie, tendelt die immer auf dem gleichen Schlafniveau. Also beide Teams sollen mit einer guten Leistung, aber viel Action haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Jetzt Aubameyang. Aubameyang umstattet wieder Traoré. Traoré ist schnell, aber nicht schnell genug, um den gegen Beck zu klären. Aber Aubameyang holt sich den Ball wieder zurück. Jetzt zurück zu Gündogan. Gündogan außen geht Großkreuz, sieht er, aber der Ball kommt leider nicht an. Und Hoffenheim kann sich jetzt erstmal hinten wieder befreien. Aber sofort Gündogan wieder dazwischen. Jetzt Schmelze. Marcel Schmelze über die linke Seite gegen Rudi im Zweikampf. Gibt den Ball weiter zu Traoré. Und der weiter zu Aubameyang wieder. Aubameyang dreht sich da zwei, dreimal, aber verliert den Ball dann leider doch. Und jetzt Rudi. Weiß. Weiß, Hummels geht da gut drauf und gibt sogar Einwurf für Borussia Dortmund. Gut gemacht von Mats Hummels in der Situation. Holt einen wichtigen Einwurf raus. Es gibt natürlich nur ein paar Sekunden zum Durchschnaufen. Ja, 22 Minuten sind hier noch zu spielen. Und das war ein Fehlpass von Nuri Sahin, müsste es gewesen sein. Aber Piszczek, oh, jetzt könnte es richtig gefährlich. Jetzt ist es nochmal richtig gefährlich. Und Roman Weidenfeller mit der Glanzparade. Riesengefahr hier in der 70. Minute für das Tor vom BVB. Aber Roman Weidenfeller mit der Glanzparade. Jetzt fällt die Konterchance über Günden, über Großkreuz. Großkreuz kommt dahin, die Riesenchance zum 2:0. Kevin, Großkreuz, 2:0.
Klasse Ding, Kevin Großkreuz, 72. Minute, 2:0 für den BVB. Wahnsinnstor, hier sehen wir es, schön die Vorbereitung natürlich. Und dann Großkreuz, Großkreuz gegen Tim Wiese und er macht ihn rein. Klasse Ding hier von Kevin Großkreuz und dann steht es hier 2:0 für den BVB. Gerade noch die Riesenchance zum 1:1 abgewehrt. Und dann im Gegenzug machen sie das 2:0. Und jetzt muss natürlich Hoffenheim reagieren. Jetzt liegen sie 2:0 hier zurück und laufen erstmal ins Abseits. So, und bei der Gelegenheit würde ich sagen, wechseln wir erstmal ganz kurz aus. Mein Passen steht ziemlich am Ende. Mkhitaryan tun wir raus und bringen. Ne, Amini bringe ich für Gündogan und für Traoré bringen wir mal. Wie können wir da bringen? Was habe ich jetzt gemacht? Ups, das wollte ich nicht. Bender wollte ich nicht bringen. Über Eric Durham. Ne, kann ich auch nicht bringen. Warte, ich muss ganz kurz denken. Ich bringe Schieber für Mkhitaryan und auf der linken Seite darf Reus nur bis ich ran. Komm, lass mal Reus nur bis ich spielen. Oder ziehen wir einen Großkreis zum und bringen dann Durham. So, jetzt habe ich's. Gut, weiter geht's. Kurze Unterbrechung. Die Wechselungen können jetzt durchgeführt werden. Natürlich, sie sind viel gelaufen, sind auch ziemlich schon am Ende mit der Fitness. Deswegen dürfen jetzt auch ein paar raus. Unter anderem auch Gündogan, den was wir hier im Blickpunkt sehen. So, Gündogan, Traoré, Mkhitaryan raus, Amini, Durham und Schieber rein. Gute Viertelstunde ist ja noch zu spielen. Es steht 2:0 für den BVB. Es sieht so aus, als können sie sich die 3 Punkte sichern und bis auf einen Punkt auf die Schalke aufschließen. Aber wir sind noch nicht durch. Hoffenheim hat noch die Minimalchance, aber es wäre natürlich so ein kleines Wunder nach dem aktuellen Spielverlauf, wenn die Hoffenheim innerhalb von der Viertelstunde noch 2 Tore macht. Jetzt Roberto Firmino. Sind sie erstmal gut durch. Immer noch Firmino. Da muss aufpassen. Jetzt kommt Volland. Volland mit der Chance. Mats Hummels. Was ist jetzt? Okay, Stürmerfall. Stürmerfall. Gepfiffen gegen Hoffenheim. Hier sehen wir es. Volland. Hummels kommt zu Fall. War ein Foulspiel. Und somit gibt es Freistoß für den BVB. So, der nächste Wechsel bei Hoffenheim haben wir gerade gesehen. Roberto Firmino ist gegangen. Modeste ist gekommen. Natürlich, der Trainer muss jetzt irgendwas tun. Aber es scheint so, als hätte hier Dortmund wohl den. Die wichtigen Punkte auf seiner Seite. Jetzt Rudi. Rudi zu Volland. Jetzt zu Weiß. Weiß zu Sokratis. Gut dazwischen. Wieder Borussia Dortmund. Wieder weit, weit weg den Ball. Wieder zu Durham. Durham mit dem wichtigen Kopfball. Aubameyang holt den Ball. Aubameyang jetzt zu Eric Durham. Eric Durham. Jetzt fährt mit der Chance. Wird zu schnell eingeholt von Johnson, aber immer noch im Ballbesitz. Jetzt geht er in die Mitte. Er geht in die Mitte. Eric Durham mit der Riesenchance und fast mit dem 3:0. Tim Wiese mit der Glanzparade, Eric Durham fast mit seinem ersten Saisontreffer für den BVB. Aber Wiese hatte was dazwischen, klasse Parade, gibt Eckball für den BVB über Aubameyang. Oh, kommt gut, der Schieber steigt hoch, aber kommt leider nicht hin. Und jetzt ist Hoffenheim bei, bis es aber Schein drückt. Und somit spielt Hoffenheim den Ball unter Druck ins Aus. Hier sehen wir es, Volland, 8 Saisontore hat er schon gemacht. Heute ein sehr schweres Spiel für ihn. Jetzt Durham. Springt der Ball aber Schein, holt ihn sich zurück. Jetzt zu Eric Durham. Er sieht Amini. Amini hat einen guten Schuss. Amini aus der Distanz. Geblockt von der Verteidigung. Schade. Amini hat einen guten Schuss, aber den müsst ihr mal so richtig aufs Tor bringen. Dann könnte es richtig gefährlich werden. Jetzt Schieber. Salihovic. Zu Reus. Amini versucht da dazwischen zu gehen. Jetzt Hoffenheim mit den letzten Kräften versuchen sie hier vielleicht noch doch irgendwie das Wunder zu schaffen. Natürlich, sie brauchen immer noch 2 Tore. Aber es scheint so, als würde da heute nichts mehr gehen. Jetzt Vorball von Schieber, aber nur die Schein kommt da nicht hin. Oh, fast wäre der Schieber rangekommen. Das war natürlich ein gefährliches Passspiel von Hoffenheim. Jetzt ein hoher Ball, Piszczek ist da. Piszczek sofort wieder in die andere Richtung zurück. Aber Hoffenheim kommt wieder. Aber die Abwehr steht heute. Die Abwehr steht heute bei Borussia Dortmund sehr gut. Und die nächste Chance. Diesmal über Piszczek. Wieder über die rechte Seite. Setzt sich gegen Abraham gut durch. Jetzt Piszczek mit der Riesenchance. Viel zu viel Platz für Piszczek. Und den hält er. Klasse pariert. Aber der Nachschuss, der sitzt. Julian Schieber, 90. Minute, 3:0 für den BVB. Wunderschönes Ding. Natürlich Piszczek nicht ganz vollendet. Aber Julian Schieber dann mit dem Abstaubertor. Es steht 3:0 für die Gäste. Sie nehmen wichtige 3 Punkte mit. Hier sieht man noch Piszczek. Ah, war schwach platziert. Tim Wiese kann den aber wieder mal nur abfälschen. Und Julian Schieber steht natürlich richtig dran. Und macht das 3:0 rein. 3:0 für den BVB. Wichtiger Sieg und auch verdienter Sieg. Hoffenheim hatte nicht viel zu melden. Im Offensivbereich und dann steht es hier auch zum Schluss 3:0. Wichtiger Sieg natürlich für Borussia Dortmund hier. Jetzt vielleicht mal die letzte Chance für Weiß.
bringt die Flanke nochmal rein, der steht dann komplett frei und fast der Anschlusstreffer. Fast der Anschlusstreffer und das muss doch eigentlich das Tor sein. Ganz, ganz schwacher Kopfball hier. Steht komplett frei im Radius von 2 Meter, war klar kein Dortmunder zu sehen. Und dann köpft er ihn so weit am Ball, am Tor vorbei. Richtig, richtig schwach gemacht, dieser Kopfball. Hätte aber am Ergebnis sowieso nichts gerne. Das Spiel ist jetzt aus. Dortmund gewinnt gegen Hoffenheim mit 3:0. Sehen sich damit wichtige 3 Punkte. Doppeltorschütze Großkreuz und Julian Schieber in der 90. Minute. Ein wichtiger Sieg in Richtung Tabellenspitze. Aber da sind sie noch nicht angekommen. Denn da steht momentan immer noch Schalke. Aber das werden wir jetzt dann gleich sehen, wenn wir auf die Tabelle schauen. Hier sehen wir nochmal ein paar Höhepunkte. Traoré mit dem guten Schuss am Tor vorbei. Dann Großkreuz mit dem Tor. Aubameyang mit dem Schuss. Und Großkreuz mit dem Abstauber. Dann das 2:0, ebenfalls so Großkreuz, komplett allein gegen Tim Wiese, macht er eiskalt rein. Und dann das 3:0 durch Julian Schieber, nachdem wieder der Schuss von Piszczek durch Tim Wiese abgeblockt wird. Das war's mit den Höhepunkten, das war's mit dem Spiel. 3 wichtige Punkte, Spielinfo, hier sind wir schon. Hoffenheim hatte nichts zu melden im Offensivbereich. Spieler des Tages war Großkreuz mit seinen 3 Toren. Wir hätten vielleicht auch mit einer guten Begegnung Piszczek auch sehr gute Note bekommen. Gut, weiter geht's. Bayern hat 2:0 gewonnen. Bleiben uns also damit weiter im Nacken. So, wir simulieren jetzt erstmal ganz kurz weiter. Mal schauen. Nächstes Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Das wird natürlich interessant werden. Und wir sehen schon, ja, Schalke hat leider nicht gepasst. Schalke hat wieder ein Spiel mehr. Sind schon wieder beim 16. Spieltag. Und wir sind erst bei Spieltag Nummer 15. Aber die haben immer nur 4 Punkte im Vorsprung. Also Schalke hat leider nicht gepatzt. Das heißt, wir können auch am 16. Spieltag nicht Tabellenführer werden. Aber wir können auf jeden Fall schauen, dass wir wieder bis auf einen Punkt rankommen. Berlin ist momentan auf einem 14. Tabellenplatz. Da unten geht es sehr, sehr eng zur Sache. Also Hoffenheim auf der 17 mit 12. Dann Nürnberg mit 14. Mainz mit 15, Hertha mit 16, Frankfurt mit 17. Also ist alles sehr eng beieinander im Abstiegskampf. Deswegen will natürlich Hertha auf jeden Fall am nächsten Spieltag gegen uns punkten. Gut, aber ich würde sagen, das Thema ist erst im nächsten Spieltag. Und zwar, wenn ihr auf den Kalender schaut, ich habe jetzt nur 3 Spiele, dann kommt schon wieder Transferphase. Das heißt, ich werde ja wahrscheinlich demnächst ein Infovideo raushauen wegen der Transferphase wieder. Weil da will ich wahrscheinlich die Reste Kohle verheizen, weil wir haben ja, glaube ich, nur, was haben wir denn alles? 31 Millionen haben wir ja noch zur Verfügung. Da werden wir wahrscheinlich nur ein bisschen was ausgeben in der Transferphase. Aber dazu wird nur ein Infovideo kommen. Ihr könnt es jetzt schon drunter schreiben, wen ihr haben wollt. Aber im Infovideo erkläre ich das dann alles genauer. Gut, aber an dieser Stelle würde ich dann erstmal sagen, dann mache ich Schluss für den Part. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.